Guten Morgen, ganz herzlich willkommen im neuen Herbstvideo. Die Sonne lacht, wie man hier hinter mir sieht. Ah, es ist ein wunderschöner Oktobertag. Und ich nehme euch mal mit, ins Gebüsch, weil unser heutiges Videothema ist die wilde Clematis. Und dazu muss ich mal die Kamera umdrehen, damit ich euch das zeigen kann. Aber zuerst zeige ich euch gleich noch mal kurz ein anderes Thema. Ich werde immer wieder gefragt von einigen, wo sie Knöterich finden. Und guckt mal, Knöterich hat ganz viel Blätter. Ja, und beim Knöterich sieht man als erstes die Blätter. Und wenn man mal ganz genau hinguckt, dann sieht man irgendwann auch mal diese Stangen. Ja, und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn so ein, weil ich glaube nämlich, dass es in vielen Gegenden Knöterich gibt. Und dass es hier so ein, ja, hier guckt mal. Das sind eigentlich nur Blätter. Und wenn man mal so ein bisschen hinter die Geschichte guckt, jetzt gehe ich mit euch mal ins Gebüsch rein, dann, oh ja, hier sind wenigstens keine Brennnesseln, dann seht ihr hier also diese schönen Knöterichstangen. Ja, und die trockenen, mit denen kann man auch ganz toll Orchideen dekorieren. Das ist auch sehr, sehr schön. Oder man kann sie streichen, ja, farbig sind die auch toll getrocknet. Aber man sieht, also wenn man hier mal ein bisschen ins Unterholz geht, da gibt es die Knöterichstangen, die von draußen eigentlich, ja, sieht man fast nur Blätter. Naja, aber das ist jetzt der kleine Knöterichausflug. So, ich falle fast hin. Und jetzt geht's zur wilden Clematis. Ihr seht, ich bin immer fleißig unterwegs und auch die vielen Brennnesseln, die halten mich dann doch nicht ganz ab von der Jagd der schönen Dinge, weil hier wachsen solche Schätzileins in der Natur und das ist wilde Clematis. Das ist also was, was wunderschön hält und was ganz toll an diesen langen Ranken, ja, sich hier so durchs Gebüsch zieht. Und auch von Weitem erkennt man eigentlich die Schönheit nicht so von diesen, ja, von diesen hübschen Beeren, ja, die es da drin gibt. Und davon schneide ich jetzt gleich mal ein bisschen was. Und da dachte ich, da machen wir jetzt mal eine richtig schöne Herbstarbeit heute, die ich euch gern zeigen will. Ja, aber dazu gehe ich mal die Schere holen. Und guck mal, die sind auch wunderschön. Das ist vom Liguster, die Beere. Die hält leider nicht, ja. Die kann man mal für eine Veranstaltung irgendwo reinmachen. Aber wenn diese schwarzen Beeren abfallen, dann gibt es leider ein bisschen Sauerei. Das ist sehr, sehr schade, weil optisch ist das ja so dekorativ. Und ich würde sagen, für ein Event mal kurz gesteckt geht das. Aber nicht, wenn es halten soll. Wenn es halten soll, nehmen wir lieber sowas wie Clematis. So, aber jetzt geht's ab in den Laden. Hier wartet schon der Caddy. Das Setting ist schon bereit für das neue Video, aber wie gewohnt machen wir einfach mal unsere schöne Ladenrundschau und ich erzähle euch immer was. Hier ist zum Beispiel ein Ast mit Birke, die sieht zwar schon aus, als ob die nur so abblättert, aber die Rinden, die kann man trotzdem sehr, sehr schön für Kränze verwenden. Wir haben hier natürlich wieder unsere schönen Hortensien, die wir auch hegen und pflegen, die wahnsinnig viel verarbeitet werden. Und im Laden, ja, im Laden ist natürlich wieder für unsere Blumenlieferung, die kommt jetzt über Nacht, da stehen wieder die leeren Kisten. Und hier haben wir auch so richtig schöne herbstliche Eindrücke. Wir haben diese kleinen, ja, Zinkgefäße, die haben wir gesteckt mit einer weißen Rose, mit Hagebutten, mit diesen richtig knackigen Früchten. Also die sind jetzt alle total knackig. Dann haben wir Kerzen mit einem Kränzchen. Das wäre eigentlich auch mal ein schönes Videothema. Auf einer kleinen Schieferplatte. Dann unsere Eriken, die gehören tatsächlich zu unseren Topsellern in dem Eimerchen. Und die haben wir auch so schön verziert. Und dass das auch leuchtend ist herbstlich. Die Zierde, die macht es natürlich aus. Und was im Herbst wunderschön ist, das sind die Nadelkissen. Und die gibt's nicht nur in Orange, ja, mit diesen schönen, ja, diese wirklich Nadeln, ja, die halten auch sehr, sehr gut. Die gehören zur Gattung der Kappflora, der Bruten. Die gibt's auch in Gelb,
Und die sind jetzt auch ganz tolle, knackige Exemplare. Die gucken immer gern ein bisschen zur Seite. Ja, wenn der Stiel hier so aufrecht ist, gucken die wie die Sonnenblumen auf dem Feld, gucken die auf die Seite. Und passend dazu, in diesem schönen Farbton, das sind jetzt Ecuador-Rosen, die auch wunderschön in diesem, ja, in diesem Rosé-Peach sind. Und mit einer rosanen Mitte und mit dieser peachfarbenen Umrandung. Dann haben wir Kränze, ja, wir wickeln natürlich immer Kränze. Und aus den schönsten, leuchtendsten Herbstmaterialien und stellen dann auch ein Glas in die Mitte. Und das Glas, da machen wir unten noch ein paar Steinchen rein, dass es farblich gut dazu passt. Und in unserem, ja, hier sind natürlich auch unsere Schnittblumen, die wir alle runterstellen, weil das Klimagerät geht nachher an, wenn wir draußen sind, damit sie richtig schön über Nacht kalt ist. Die Lilien, diese dicken, großen Blüten, man sieht schon, wie die jeden Tag dicker werden, bis sie dann aufgehen und so richtig förmlich platzen. Und was auch ein totales Highlight ist, sorry, mein Boden knarzt immer so, das ist hier ein ganz alter Laden, das sind diese wunderschönen roten Chrysanthemen. Chrysanthemen gehören auch zu den Blüten, die sehr ausdauernd blühen, mit Mohnkapseln, also der Herbst, in seinen leuchtendsten Farben. Und wie man sieht hier gerade dieses, das könnte man alles ganz toll in einen Strauß binden. Ja, und dann wirft die nächste Hochzeit schon ihre Schatten voraus. Ich muss mal gucken, ob ich dann ein paar Bilder zu machen. Hier haben wir Lilien und man sieht auch, wie dick die Blüten werden. Ja, die sind jetzt wirklich so kurz vorm Springen. Man sieht schon, wie die Spitze sich öffnet, ja, sieht klack. Und also die werden morgen auch auf sein. Aber Lilien zu öffnen ist echt schwierig. Für morgen haben wir eine Hochzeit. Ich habe leider vergessen, den Brautstrauß aufzunehmen. Der ist schon weg. Aber hier haben wir Tischblumen mit Polyantha-Rosen. Dann gibt's, ich nehme das gerade mal raus, ein so ein Glas. Das sind Polyantha-Rosen, diese verzweigten. Dann haben wir die roséfarbene Rose. Das ist Bublurum. Und diese schönen, zarten Astranzien. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Es ist tatsächlich das Videothema von heute. Das ist eine wilde Clematis. Die gibt's auch ganz oft ja draußen, wie ich euch vorhin gerade gezeigt habe. Und das Ganze mit einem schönen Grün. Das ist das Pitou oder Pitos Forum Nigra genannt. Und da haben wir jetzt hier die ganzen Gläser schon in eine Kiste gestellt. Und morgen werden die als Tischdekoration für die Hochzeit den Gästen Freude machen. Dann ist auch bestellt hier ein Blütensushi, ja, mit dieser schönen Unterlage, wo die Steckmasse in Folie eingewickelt ist. Und dann ist noch von der Kundin bestellt ein Kranz, ein Herbstkranz. Moment, das Band gehört natürlich nach unten. So, und in dem Herbstkranz haben wir einen Kürbis befestigt, sodass der Kranz an der Tür hängt und dass der Kürbis hier drin liegt. Ich glaube, sowas könnten wir auch noch mal in einem Kranz machen. Vor allem, wie befestige ich den Kürbis? Da haben wir ein bisschen gerätselt. Ja, es war jetzt nicht so einfach. Aber das ist auch eine nette Aufgabe und ich finde es auch so schön, weil in der Natur liegen ja auch Zapfen auf der Erde, Kürbisse auf der Erde. Und deswegen würde so ein größerer Kürbis nicht oben hingehören, sondern der gehört unten rein. Aber wie gesagt, das wäre ein extra Thema. Und könnt ja mal schreiben, ob ihr das mal sehen wollt, wie sowas gemacht wird, dann könnte ich sowas auch nochmal für euch filmen. Ja, und jetzt komme ich tatsächlich zum Thema Hochzeit. Also wir haben hier die Gladiolen, die sich öffnen, noch öffnen müssen. Vielleicht stellen wir die morgen nochmal ans Fenster hell. Dann haben wir auch hier schon Veronika, Polyantha-Rosen, weiße Rosen, Rosen, die ins Cremige gehen. Ja, das ist eine wunderschöne Sorte. Das ist eine Sorte, die sich ganz toll öffnet. Und man sieht auch hier an der Rose, wie wunderschön groß die Blüte ist. Und die mit dieser leicht cremigen Mitte. Und das ist eine Rose, die steht richtig lang. Also ich hoffe, dass die nochmal bis Samstag sich nochmal öffnen, weil die Rose ist natürlich viel, viel schöner anzusehen für eine Hochzeit als diese knospigen. Und ich hätte die gern alle noch weiter offen. Ja, deswegen kaufe ich die auch wenige Tage vorher, um mehr Blüte zu zeigen. Weil an dem Tag kommt es darauf an, dass die Blüte schön ist. Monstera-Blätter brauchen wir auch dafür. Ja, und es kommen noch einige Blumen dafür. Und das Thema Licht. Ja, Licht und Wärme öffnet Blüten.
Und genauso haben wir hier für die Hochzeit, wir haben Friesien, ja, Friesien in Weiß und mit ihren schönen Rispen. Die brauchen wir unbedingt für die Gestaltung, für die Stehtische, für den Brautstrauß. Und dann haben wir noch die stehen jetzt extra hier am Schaufenster, schön markiert mit reserviert. Ja, bitte nicht kaufen. Und das sind jetzt Inka-Lilien. Und die, ja, die sollen sich auch durch das Licht und hier, die Sonne kommt jetzt nicht mehr rüber, aber nachmittags doch, wenn sie ein bisschen mehr dreht, sollen die sich hier öffnen. Und das ist jetzt unsere Brutstation im Schaufenster sozusagen. Okay, das war jetzt die Vorschau fürs Wochenende. Ich gelobe, Bilder zu machen. Und jetzt gehen wir aber in den Arbeitsbereich und da geht's weiter. So, jetzt kommen wir also endlich zu unserem Videothema, wie versprochen. Und ich habe hier ein kleines Kränzchen, einen kleinen Strohrömer genommen. Und es ist ja Herbst. Jetzt machen wir auch tolle Herbstthemen. Und ich, ja, wie ihr gesehen habt vorhin im Video, ich war ja wieder mal spazieren draußen und habe diese wilde Clematis gesehen. Und habe gedacht, wow, also die wollte ich ja gern mal im Video verarbeiten. Und das sind immer so Materialien. Deswegen habe ich euch noch den Knöterich gezeigt. Das sind so Materialien. Ich finde es immer so schön, wenn man mit offenen Augen durch die Natur läuft und diese tollen Sachen so verarbeiten kann. Und eigentlich, wenn ein schönes Werkstück floristisches da draus macht, von dem man zuerst überhaupt gar nicht denkt, dass es so was Schönes ergibt. Ja. Das ist für mich immer mit das Schönste an dem Beruf, dass wir so tolle Werkstücke schaffen können, gestalten können. Das ist echt mega. Ja, Kranzwickelband ist in der Zeit unerlässlich jetzt, weil ich habe diesen kleinen Strohrömer mit dem Kranzwickelband abgewickelt. Der ist jetzt so klein. Ich habe zuerst überlegt, ob ich ihn mit einem das Kranzwickelband mit einem Krampen kurz festmache. Und dann habe ich beschlossen, nee, ich nehme einfach ein bisschen Heißkleber und da das Kranzwickelband relativ dünn ist natürlich das Risiko, dass ich mir die Finger verbrenne, relativ hoch. Und dann nehme ich doch einfach immer eine Schere oder ein Messer und fahre damit drüber und dann ist es auch festgewickelt oder festgeklebt. Das ist besser. Und ich muss noch mal ganz kurz einen Myrtendraht holen, natürlich. Weil der ist ja unerlässlich zum Wickeln. Und diese kleine Spule, mit der kann man natürlich super wickeln. Und egal, ob der jetzt in braun ist oder in grün, den Myrtendraht seht ihr eigentlich danach eh nicht mehr, sondern ihr seht ja, ja, eigentlich ist es ja wirklich nur das Mittel zum Zweck, das Material. Hier habe ich jetzt eine Achillea, eine Schafgarbe. Die habe ich auch in der Natur gesammelt, gesehen, gesammelt, getrocknet. Wie trockne ich solche Materialien überhaupt? Weil manche legen die hin und es gibt ja Materialien, die dann nicht mehr gut aussehen. Was wir machen ist, wir nehmen ein Gummiband, ja, machen das zusammen mit dem Gummiband, gehen dann her und nehmen Draht, also machen aus Draht einen Haken, hier einmal reinhaken, oben haken, hängen das auf. Und am besten trocknen die Materialien tatsächlich alle, wenn wir sie aufhängen, weil bei uns
da hinten in der Küche, da hängt einiges, was wir so aufgehängt haben. Und so machen wir das auch, wenn wir Hortensien trocknen wollen. Oder ihr geht halt jetzt raus. Es gibt noch wunderschöne Hortensien. Noch, ja, sage ich ja, weil sobald es jetzt mehr regnet und das Wetter ein bisschen abkippt, wird sich das ganz schnell ändern. Und dann werden die Hortensien braun. Also ihr müsst jetzt dann echt fix sein, um diese kostbaren Gaben der Natur zu ernten. Dann haben wir hier unsere schöne wilde Clematis, die auch so ein, ja, für so ein tolles Leben sorgt. Und ich habe auch so ein bisschen gegoogelt und habe nochmal nachgelesen mit den Materialien. Das ist also wirklich was, was ganz toll hält. Und dann habe ich noch, weil ich wollte auch gern so ein bisschen Farbe reinmachen am Schluss, dann habe ich hier auch noch was Wunderschönes. Ich habe Strohblumen. Strohblumen in drei Farben. Also in Gelb, in Weiß und in Lila. Und was sehr schön ist in Lila, das ist natürlich dann dieser, Moment, ich schneide mal alle eine raus. So, die in Lila ist ja die Umrandung, die halten ja ganz toll. Und dieses gelbe Gesicht. Und wir Floristen sagen immer, wir schaffen Verbindung. Und das Schöne ist natürlich, dass die Verbindung zu der Achillea da ist. Und das macht dann, ja, das rundet dann die Sache ganz toll ab. So, ich gehe mal her. Nimm den Myrtendraht, nein, nicht Wickeldraht. Wickeldraht ist ja der auf dem Holzstäbchen. Ich nehme diesen Myrtendraht und wickel immer außenrum, leg meine Materialien an. Ich habe ja alles vor mir auf dem Tisch schön geschnitten, und damit ich das gut greifen kann und wieder gut anlegen kann, weil das ist ja wieder, wie ihr so wisst, mit Grenzen, es ist einfach Fleißarbeit. Ja, es ist, man legt an, Moment, gut, dass man es auch sieht, ich lege Hortensien an, ich lege die Achillea an, und ich brauche jetzt einfach ein bisschen Material. Ich brauche natürlich auch wieder mal Moos. Ohne Moos ist dann doch nichts los. So, und da wir hier so schöne Vorräte haben, vor allem dieses, ach, traumhaft, das ist total trocken und es ist wunderschön grün. Manche meinen, wenn Moos trocken wird, wird es beige. Nein, aber es ist also auch ein ganz tolles Material zum Wickeln, ja, das Moos. Und ich, also wichtig ist bei den Grenzen, ihr müsst immer Materialien dabei haben, die Volumen schaffen. Und Volumen schafft ihr mit Hortensie, Volumen schafft ihr mit Moos. Die, ja, leider, die Clematis macht kein Volumen. Die ist schön, ja, die macht es total knuffig, aber Volumen macht sie nicht. Sie bringt Leben. Ja, so hat jedes Material einen anderen Zweck, für den ich das reinwickel. Das ist jetzt einfach wieder die Fleißarbeit der Wicklerin. Aber es ist, ach, das Ergebnis ist auch immer so schön, dann eine Kerze da reinzustellen. Und ich persönlich bin ja ein Fan von diesen tollen Kränzen, die man sich auf den Tisch legt. Und ich mag da am liebsten eine Kerze reinmachen. Und wenn ich dann den Kranz nur an der Tür hängen hätte und ich laufe dann nur dran vorbei, wobei meine Tür, die wird nicht von vielen gesehen, da lohnt sich's also nicht, die so hübsch zu machen. Und manche, die haben natürlich eine Tür, wo ganz viele Leute vorbeilaufen. Da lohnt sich das und da verstehe ich das auch, dass man sagt, boah, ein toller Türkranz ist da echt mega. Aber das kommt halt immer drauf an. Und dann ist es ja auch immer eine Frage mit den Materialien. Hortensie hält zum Beispiel, hält ja nicht so gut, wenn es die Nachtfeuchte bekommt. Hortensie hält sehr gut drin, trocknet wunderschön ein. Also man muss wirklich gut überlegen, was man wo verwendet. Und wenn ich jetzt hier schon mal mein Kränzchen, man sieht also, es ist so eine kleine Harmonie aus Grüntönen, aus Gelbtönen. Und ich überlege tatsächlich, was ich dann nachher für einen Farbton an Strohblumen reinmache und ob ich sie überhaupt reinmache. Das muss ich mal gucken, weil letztendlich ist es dann, man stellt sich im Voraus was vor. Geht mir auch beim Sträußebinden so. Und wenn man dann beim Arbeiten hält man es dran. Und da sagt man manchmal, eigentlich ist es doch nicht so toll, wie ich es gedacht habe. Und dann entscheidet man einfach wieder um. Und das ist auch in Ordnung. Genauso mache ich das auch. Genauso entscheide ich auch im Video tatsächlich oft nochmal um. Das wisst ihr ja, wenn ich was dran halte. Und es ist auch immer interessant. Eure Stimmen dazu interessieren mich natürlich auch immer. Und
meistens seht ihr es auch so. Manchmal hat jemand einen anderen Geschmack, das ist ja völlig in Ordnung, weil jeder kann ja letztendlich auch machen, was er will. Und ich finde es auch super, dass Geschmäcker verschieden sind. Das ist wunderbar. Ja, und ich werde jetzt hier mal die kleine Fleißarbeit machen und das Kränzchen weiter wickeln und hier immer weiter aus meinen Hortensien, wilde Clematis, Moos, meine Achillea, da muss ich noch mal ein bisschen was schneiden. Ich werde das alles jetzt noch mal wickeln und stell mal die Kamera ein bisschen weiter nach unten, dann könnt ihr das besser sehen. Aber die ist so weit weg, dass ich da so, genau. Und dann gibt es ein bisschen Musik und bis gleich. So, also, so sieht jetzt das Kränzchen aus und ich habe jetzt natürlich wie immer das Problem, ich habe jetzt hier einen Draht und ich habe keine Schlaufe. Das heißt, die einfachste Lösung ist immer, dass ich so, ich nehme den Finger, gehe mit dem Draht aus der Richtung, von der ich gerade gewickelt habe und gehe wieder zurück und habe somit eine Schlaufe und am anderen Ende ja meine Rolle und mach einfach den Draht, verdreh den und hab somit den Draht feste verwickelt. So, dann brauche ich wie immer eine Drahtschere. So, die Drahtscheren sind natürlich auf der anderen Seite. So, eine Drahtschere, um den Draht abzuschneiden. Mach den Draht immer auf der Rolle in der Spule fest. Ja, sieht man das hier? Genau, diese kleine seitliche Spule. Da mache ich den fest. So, und jetzt kommt natürlich wieder der ultimative Test, was wir so Schönes dazu machen. Eigentlich dachte ich ja zuerst an die dunklen, Moment, an die dunkle Farbe von Strohblumen. Aber wie so oft im Video, denke ich, nee. So, dann machen wir jetzt noch mal einen kleinen Test, wie denn die gelben dazu passen. Und ich finde, da bin ich jetzt schon viel mehr dabei. Ja, so ein paar gelbe, weil ich finde, dann ist so diese Gelbwirkung noch verstärkt. Und dann machen wir noch mal den Test mit den weißen. Also jetzt haben wir dann so alle, wir werden mal alle drei, werde ich mal auf den Kranz legen und zeige es euch mal. Und ich würde ja gerne mal wissen, für was ihr seid. Ich glaube, ich habe schon eine relativ klare Präferenz. Ich bin für gelb und weiß, weil ich finde, das Lila, das ist wie so ein Fremdkörper hier drauf. Und das ist nichts. Also Lila lassen wir weg. Lila kann man mal mit feurigen Farben kombinieren im nächsten Kranz zum Beispiel. Aber in dem Kranz lassen wir das Lila weg. Ich mache jetzt einfach mal ein paar gelbe und weiße Strohblumen mache ich hier drauf, verteile die auch mal schön, so dass überall kleinere, größere drin sind. Und ich finde, er kann ja ruhig so ein paar helle Farbspots haben. Ja, das ist ja auch für so einen Kranz schön. Aber ja, wir lassen den Kranz in diesen schönen Naturfarben. Ihr hört, nebenher kommen wieder die Faxe rein, sind die Aufträge, die immer so reinlaufen. Und wir liefern ja auch sehr viel Blumen hier in Königstein und Umgebung. Und da erreichen uns immer, ja gleich zwei, da erreichen uns immer die Aufträge auch per Mail, per Fax. Manche schicken Aufträge über Business, WhatsApp. Also da sind die Kanäle völlig verschieden. Und ich bin da auch ziemlich flexibel darin, Aufträge anzunehmen. Und wie ihr wisst, könnt ihr mir ja auch immer Bestellungen schicken über youtube@flowerstyle.de. Und wenn jemand sagt, ach, er hat liebe Verwandte und würde denen gerne einen schönen Herbstkranz zukommen lassen, auch sowas übernehmen wir. Schickt mir einfach eine Mail. Ich bin auch ein relativ schneller Antworter. Moment, meine Strohblume ist abgetaucht. Ich bin auch ein relativ schneller Antworter.
Und auch ein sehr schneller Versender. Ich packe die immer wunderschön ein. Und wenn ihr irgendjemand sagt, oh, ich möchte gern der Tante so und so oder irgendeinem Verwandten oder einer Freundin ein Geschenk machen. Oh, jetzt habe ich mich auch mal mit einem Heißkleber geklebt an Händen. So, dann ist es natürlich eine tolle Idee und dann das erfüllen wir auch sehr, sehr gern. Ja, aber das Kränzchen ist jetzt fertig. Die Farbharmonie. Wer will, kann natürlich immer noch mal einen schönen Kürbis dazulegen, ja, zum Beispiel, oder reinlegen und eine schöne, also ich würde ihn auf den Tisch legen, ich würde eine Kerze reinstellen und ich finde, das ist eigentlich die schönste Deko und ich finde, was da wirklich auch so wild romantisch ist, ist tatsächlich auch diese Clematis, die da so ein schönes Leben bringt, weil ich bin immer dafür, dass auch so Elemente drin sind, die das, die dieses, ja, dieses Natürliche unterstreichen. Ja, das war das heutige Video mit meinem Herbstkranz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und ich schicke euch ganz liebe, herbstliche Grüße von eurer Margit mit der schönen Entdeckung der Clematisranken. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ich wünsche euch viel Spaß in Feld und Flur beim Suchen und sag einfach, bis bald. Thank you.